Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 Kandelin. Wir waren ja letztes Mal hier mit den Ponsebier unterwegs. Das ist soweit jetzt fertig. Hat jetzt hier schon einmal Holz geladen. Wir werden bloß jetzt einmal den Träger holen. Hier ist ja noch so ein Stück, was nicht bearbeitet wurde. Wie hier gesagt, hier stehen ja schon die neuen Bäume. Hier stehen noch mehr drin, da habe ich mal anders probiert. Wie gesagt, hier die Hölzer, die gehäckselt werden können, die stehen hier schon. Ich habe mir mal jetzt den Auflieger und einen Drehschemel dazu oder einen Dolly und den Fendt davor gehängt. Wie gesagt, das werden wir denn häckseln. Aber wie gesagt, ich will ja auch ein Heizkraftwerk mir hinsetzen. Ja, hier gesagt, hier rüberfahren ist nicht so schlimm, das ist bloß Ölrettich. Wie gesagt, ich würde gleich immer fair laden. So, wie gesagt, Saatgutproduktion läuft auch immer wieder. Und ich weiß noch nicht mit den Komatsu. Dass so meine Maschine ist. Wie gesagt, das ist alles nur gemietet. Wir machen ja jetzt nicht so viel vor Forst. Wenn man das sie da rechnen würde. Ist eher nur so ein Zeitvertreib für den Winter. Aber 6 Meter müssten ja zweimal raufgehen. Er sagt, dann müssen wir hier im Frühjahr halt noch die Bäume pflanzen. Stuppen, ja, okay, die Stuppen müssen auch noch weg. Und wie gesagt, ich ja das Heizkraftwerk, das kann ich ja mit Stroh. Wenn das so funktioniert, Stroh. Oder Hackschnitzel. Oder Heupellets. Stroh und Heupellets. Und dann soll noch Holz dazu kommen, weil noch die Pappeln. Die werden wir definitiv mal auf zwei Feldern versuchen. Dreh mal das ganze Stück hier. So. Und wie das nachher mit den Pappeln bei Season Mod verhält, das weiß ich gar nicht. Bäume hatte ich jetzt herausgelesen. Die sind eventuell nach 2 Jahren fällbar. In ein Jahr sind sie ja keinen Meter gewachsen. Ah, doch, das müsste doch passen. Aber wie wir das nachher später machen mit dem Wald? Vielleicht pachte ich mir noch irgendwie ein Stück dazu. Dann gibt es ja bei Pappeln, kann man sich denn überlegen, ob Häckseln oder die mit dem Strohbergungs-Addon die Pappelnpresse. Die kann ich da eine Pelletsproduktion mit reinschmeißen.
glaube ich. Und dann haben wir daraus klein gehäckselt und dann Pellets gemacht. Die dann quasi wieder ins Heizkraftwerk könnten. Hatte ich jetzt eigentlich den anderen Holzanhänger auch verkauft? Könnten wir vielleicht noch einen dritten Abfahrer, also einen zweiten Abfahrer, sagen wir mal so. Wie man ja sieht, ist der hier eigentlich die erste Lage hier gleich weit voll. Aber ich glaube, nächstes Mal nehme ich mir auch wieder einen Ponse. Liegt irgendwie nicht ganz so schön, wie es soll. Weil ich irgendwie mit der Ruhe da hier besser. Irgendwie ist das hier schmaler als beim Ponse Buffalo da. Könnte mir auch irren, aber könnte auch nur ein Gefühl sein. Einer wird wohl noch gehen. So, dann packen wir den da noch irgendwie in die Mitte. Würde ich sagen. Oder auch nicht. Schauen wir mal, ob das jetzt so passt. So, hier schnell einmal. Ach ja, das passt ja ganz gut. Gucken hinten nicht so weit raus, falls doch mal. Halt. Hier, die Spur muss ich erst rein. Kann ich das hier gleich einmal die Jungs hier mitnehmen? Und wie gesagt, durch die Mietung, Anhänger, weiß nicht, 30, 40.000 und alles ab da aufwärts wäre dann Gewinn.
So. Und ich mache bloß immer die Gurte leicht darum, weil irgendwie hat manchmal das Holz die Angewohnheit, sich zu bewegen. Oder macht sich selbstständig, hat ein Eigenleben. Wie gesagt, der Fan kann ja dann nachher durch über Auto Drive abfahren. Dann kann ich den hier schon einmal voll machen. Kriegen wir die beiden oder es wird da zu schwer? Haben wir auf jeden Fall den schon mal. Wir müssen bloß relativ gut die hier immer drauf stapeln. Dass so relativ glatt ist. Ich ziehe jetzt auch einmal die Gurte rum. Oh. Erst hatte ich echt gedacht, den Träger und den Ladewagen da, den Rückewagen. Da passt ja nichts drauf, da fahre ich mir einen Wolf. Auch wenn es nicht viel Holz ist. Aber vielleicht gehe ich ja echt mit ein paar hunderttausend, so 100.000 Euro. Oh. So plus mach. Wäre schon gut. Versuchen wir mal den da, die beiden, drei. Spare ich mir nämlich immer eine Fahrgasse. Ja, rutscht schön da rein. So. Einmal die Gurte bitte. So, nehmen wir die zwei dann auch mit. Oder drei, zwei. Ich glaube, dann reicht das auch. Aber ich will auch nicht so viel Forst machen, sonst brauchen wir ja so lange, bis wir wieder in deinem
Frühjahr sind. Ich denke mal, das wird reichen. Der da oben liegt. Klingt aber echt dämlich. Nein, du? Komm schon. Und immer alles schön ruhig, weil wir sind der zweiten Wintertag. Oder früher Winter, wie da oben steht. Weil die Pelletsproduktion läuft ja auch. Strom müsste auch noch genug sein. Sag, dann könnte man auch überlegen, mal Heuballen zu machen. Für Heupellets und die dann mit. Mit dazu verbrennen. So. So. Oh, wir sind schon wieder bei 18 Minuten. In diesem Sinne sage ich natürlich wieder recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Und noch einen schönen Tag.